Wir hatten vorab das Thema Aufsatteln eines Aufliegers auf die Sattelzugmaschine und sprechen heute über das Ankuppeln eines Anhängers an einen Motorwagen. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Anhängertypen. Den Zentralachsanhänger mit einer starren Deichsel und den Fahrzeugachsen in der Fahrzeugmitte befindlich und den Drehschemelanhänger mit weiter auseinanderstehenden Achsen und einer lenkbaren Vorderachse. Der Drehschemelhänger hat eine Kupplungshöhe von ca. 800 mm, einen Durchmesser in der Zugöse von 40 mm und der Rücksprung der Maulkupplung am Motorwagen liegt bei ca. 400 mm. Der Zentralachsanhänger ist ein tiefkuppelndes Fahrzeug. Die Kupplungshöhe beträgt ca. 400 mm. Der Durchmesser in der Zugöse beträgt 50 mm und der Kupplungsrücksprung liegt bei beachtlichen ca. 1500 mm. Das Ankuppeln eines Anhängers zeigen wir hier am Beispiel eines Zentralachsanhängers. Bevor der Anhänger an den Motorwagen angekoppelt wird, muss er genau wie der Auflieger vorab mittels der Unterlegkeile und der Feststellbremse gegen Wegrollen gesichert werden. Die Zugöse befindet sich exakt auf der Höhe des Fangmauls. Der Motorwagen setzt zurück und wenn die Zugöse in das Fangmaul einfährt, wird der Verriegelungsbolzen automatisch betätigt und mittels Federkraft in die Zugöse getrieben. Ob der Verriegelungsprozess sauber und vollständig war, verrät ein Blick auf den Kontrollstift. Jetzt gilt es nur noch, genau wie beim Auflieger, die Versorgungsleitungen anzuschließen. Der Anschluss der Luft erfolgt hier schnell und einfach über den optionalen Duomatic-Luftanschluss. Dann nur noch das Stützbein hochdrehen, die Unterlegkeile einsammeln und die Bremse des Anhängers lösen.